Hallo und willkommen zur erneut ersten Ausgabe dieser kleinen Videoserie. Es geht in dieser Folge mal wieder um die Frage, was ist Magie? Ich habe diesmal eine etwas andere Annäherung, aber im Grunde bleibt die Aussage des Ganzen gleich. Zunächst einmal schauen wir uns den Gebrauch des Wortes Magie an. Wir sehen da sehr schnell, dass das Wort Magie heutzutage auf mindestens drei komplett verschiedene Arten gebraucht wird oder verwendet wird. Da ist zunächst einmal das, was ich gerne als Bühnenmagie bezeichne. Also wenn David Copperfield oder dieser komische, wie heißt der Freak noch, Chris Angel oder sonst irgendwelche Bühnenzauberer auf der Bühne stehen und ihre Tricks vorführen, dann wissen die meisten Leute, ich kenne Ausnahmen, dass es sich dabei um Tricks handelt. Das Erstaunliche daran ist, dass dieselben Tricks in anderen Gesellschaften, beispielsweise in Indien, verwendet werden von Leuten, die dem Publikum einreden, sie hätten tatsächlich magische Fähigkeiten. Aber es ist natürlich in jedem Falle, es ist natürlich in den Fällen, wo das Publikum glaubt, dass da magische Fähigkeiten am Werk sind und die Leute, die diese Tricks vorführen, diesen Eindruck nicht aufheben, diesem Eindruck nicht entgegenwirken, in solchen Fällen ist es natürlich Betrug. Wenn solche Tricks angewendet werden, um das Publikum zu verarschen, dann ist es Verarschen. Ganz klar. Also, der Begriff Magie wird verwendet für Bühnenmagie. Er wird außerdem verwendet im Zusammenhang mit Fantasy-Geschichten, aber auch im religiösen Kontext. Wenn da Geschichten erzählt werden von Auferstehung von Toten, von Wunderheilungen und so weiter, nennen wir das Ganze mal einfach Fantasy-Magie. Fantasy-Magie appelliert an Wünsche und an idealisierte Realitätsvorstellungen. Wir haben also Bühnenmagie, wir haben Fantasymagie. Beide spielen irgendwie ineinander. Bühnenmagier nutzen, um ihre Illusionen verkaufen zu können, die Erwartungen, die Träume des Publikums. Sie appellieren in ihren Tricks also irgendwie an die Fantasymagie, an die Fantasie, an die fantastischen Wirklichkeitsvorstellungen des Publikums. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil der Bühnenmagie. Und es gibt einen dritten Bereich, in dem Zusammenhang das Wort Magie verwendet werden sollte, aber viel zu selten verwendet wird. Nennen wir das Ganze mal historische Magie. Denn es gibt eine ganze Reihe von Büchern, also man kann sagen, es gibt eine Tradition von Schriftstellern, die über das Thema Magie geschrieben haben, ohne dass diese sich auf Bühnenmagie oder Fantasymagie bezogen haben, beziehungsweise sie haben sich zwar irgendwo dann schon auf Fantasymagie bezogen, kamen aber häufig zu anderen Ergebnissen und in diesen Büchern lassen sich viele Sachen finden, die durchaus nützlich sind für das normale Leben. Dinge, die uns magisch erscheinen können, aber nicht müssen, wenn wir sie verstehen. Da gibt es diesen schönen Spruch von, wie heißt der Kerl noch, Carl Sagan: Jede Form von Technologie, die weit genug entwickelt ist, ist von Magie nicht zu unterscheiden. Irgendjemand hat diesen Spruch mal umgedreht und gesagt, jede Form von Magie, die gut genug verstanden ist, ist von Technologie nicht zu unterscheiden. Und das ist die Art von Magie, auf die ich abziele. Also, wenn ich von historischer Magie rede, dann benutze ich das als Abgrenzung von der Fantasy-Magie. Ich will nicht die Fantasie von Leuten ausnutzen, um irgendwas verkaufen zu können. Und ich finde es immer wieder ekelhaft, wenn das irgendwo geschieht, und es geschieht leider immer wieder.
Ich habe selbst erlebt bei ein paar Leuten, die dann teilweise ihren Fantasien gefolgt sind und in ziemlich blöde Situationen geraten sind. Ich wurde gebeten, weil ich es angeboten habe, ein paar Videos zu machen, wo ich ein paar Geschichten erzähle, und ein paar dieser Geschichten werden genau davon handeln. Schauen wir uns den Ursprung des Wortes Magie an. Leider finden wir da immer wieder, dass es Leute gibt, die den Begriff Magie aufs Altgriechische zurückführen wollen, wo Magie für etwas im Sinne von Scharlatanerie, Betrug, Schwindel und so weiter gestanden hat. Leute, die diese Definition benutzen, führen einen ziemlich billigen Trick auf, denn sie sind sehr unehrlich in dieser Form von Definition oder von historischer Ableitung des Begriffes Magie, denn der Begriff Magie ist älter. Er geht aufs Altpersische zurück, und eine der Figuren, die in verschiedenen Schriften auftaucht und als Magier bezeichnet wurde, war ein Mann namens Zardesh. Wir kennen ihn eher als Zarathustra oder Zoroaster. Was ich jetzt sage, ist nicht ganz korrekt. Das Persische Reich erstreckte sich von Indien bis in den Nahen Osten, also den heutigen Iran, und irgendwann zerfiel es. Und Zarathustra hat den Zerfall dieses Persischen Reiches gestoppt. Hat einen Rest des Persischen Reiches zusammengehalten, indem er eine neue Religion entwickelt hat. Und angeblich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, es ist also mit einer vernünftigen Portion Zweifel sich anzuhören. Kommt das Wort Magier von einem Volk, das im persischen Großreich das Privileg hatte, die Priesterfunktion auszuüben. Lange Rede, kurzer Sinn, das Wort Magie, oder Magier eher gesagt, bedeutet ursprünglich Priester. Ein Magier ist also ein Priester. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt des Ganzen. Nun fing für mich persönlich die Beschäftigung mit Magie dadurch an, dass mir jemand sagte, der Gläubige wähnt sich von Gott oder Göttern geschaffen, und der Magier versteht, dass er in der Lage ist, Götter zu erschaffen. Leiten wir das Ganze mal einfach auf die Menschheit als Allgemeines ab, nicht auf die Personen, die sich als Magier bezeichnen, im Speziellen. Und wir können verstehen, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, Götter zu erschaffen. Auch ein gläubiger Christ, ein gläubiger Moslem, ein gläubiger Bahai oder sonst was, erschafft das, was er als Gott versteht, in seiner eigenen Vorstellung. Und verehrt diese Vorstellung dann, was im Grunde genommen eine sehr witzige Sache ist. Wenn wir uns Polytheismen anschauen, sehen wir, dass da viele verschiedene Götter verehrt werden. Und diese Götter sind im Grunde nichts anderes als Symbole für Fähigkeiten des Menschen oder für Bedürfnisse des Menschen. Ob der Mensch diese Fähigkeiten nun auslebt oder nicht. Man kann sagen, Götter sind Symbole sowohl für potenzielle Fähigkeiten als auch für tatsächliche aktive Fähigkeiten eines Menschen. Und auch für die Bedürfnisse und Wünsche und Vorstellungen und so weiter. Götter sind Symbole. In ähnlicher Art und Weise wie Worte Symbole sind. Aber Götter besitzen dann noch die Qualität, dass sie vermenschlicht sind. Dass man an sie appellieren kann, dass man mit ihnen umgehen kann, auch wenn es nur in der Vorstellung geschieht, wie mit anderen Wesen.
In Religionen begegnet uns dann der traurige Umstand, dass Götter auch Autoritätsfiguren sind und Menschen sehr häufig die Autorität über ihre Fähigkeiten auf diese Götter übertragen und die Fähigkeiten dann nutzen oder nicht nutzen mit dem Einverständnis oder dem Befehl, dem Kommando der Autorität dieser Götter. Das ist ein Aspekt, auf den ich sehr wahrscheinlich noch häufiger eingehen werde, dass Götter Projektionsflächen für Autorität sind. So, aus all dem wird wohl hoffentlich ein bisschen deutlich, was ich mit meiner persönlichen Definition von Magie meine, wenn ich sage, Magie ist die Methode, numinose Fähigkeiten, nochmal. Magie ist die Methode, numinose Kräfte dem Willen des Magiers entsprechend zur Wirkung zu bringen. Numinose Kräfte, numinose Symbole, das sind Götter, Geister, Engel, Dämonen, Teufel und so weiter. Alles, was wir annehmen oder erhoffen, dass es vielleicht existiert, und dabei mit irgendwelchen Aspekten unserer potenziellen Fähigkeiten zu verbinden. Wenn man nun mit diesen numinosen Symbolen arbeitet, kann man es schaffen, diese Fähigkeiten sozusagen freizuschalten, diese Fähigkeiten zu aktivieren und nutzbar zu machen. Das ist das, worum es mir persönlich in der Magie geht. Als Beispiel dafür, ich war in der Schule extrem schlecht in Mathematik. In der Oberstufe hätte ich mein Abitur fast nicht geschafft. Ich hatte in der 13. Klasse fast eine 6 auf dem Zeugnis in Mathe. Nach dem Abitur, im Grunde dadurch, dass ich mit Göttern wie Hermes und dem ägyptischen Thoth oder Duty gearbeitet habe, habe ich einen fast schon perversen Gefallen an der Mathematik gefunden und liebe mit Mathematik mittlerweile derartig, dass ich zum Beispiel den Channel Numberphile abonniert habe und mir die Videos dort liebend gerne ansehe. Mathematik ist für mich mittlerweile, ja, vergleichbar mit Poesie. Und ich fürchte, in dem kommenden Video über das Pentagramm werde ich auf den Aspekt noch ein bisschen eingehen. Ich werde das aber kurz halten, denn ich weiß, Mathematik ist für viele Leute abschreckend. Viele Leute sprechen sich selbst die Autorität ab, Mathematik verstehen zu dürfen. In magischen Ritualen, wenn ein Mensch zu einem Magier geht, wird dieser Magier zu einer Autoritätsfigur, zu einem Sprecher für die Aspekte des Potenzials des Menschen, der da zu diesem Magier gegangen ist. Und ist in dem Sinne in der Lage, dem Menschen zu erlauben, sein Potenzial ausnutzen zu dürfen. Lustigerweise wird dann dieser eigentlich recht simple Mechanismus nicht erkannt, am allerwenigsten von der Person, die sich da als Magier fühlt, und der Magier redet sich ein, er habe das getan und sei nicht. Im Grunde ist der Magier nur ein Katalysator. Das Wort Katalysator bedeutet ein Stoff, der eine chemische Reaktion auslösen kann, ohne an der chemischen Reaktion beteiligt zu sein. Der Magier ist also nicht wirklich notwendig, um dieses Potenzial freizuschalten. So, ich glaube, das war's jetzt erstmal für diesen ersten Teil. Ich fürchte, ich habe mich an einigen Stellen zu kurz und zu zusammengefasst ausgedrückt und hoffe auf eure Kommentare
um mir auf die Finger zu hauen und mir zu sagen und zu zeigen, was ich alles so blöd ausgedrückt habe, dass es von anderen Menschen nicht verstanden werden kann. Das ist dann meine Verantwortung, wenn ich mich schlecht ausdrücke. Haut mir da bitte auf die Finger, macht Kommentare und sagt, erklär das noch ein bisschen besser, erklär das noch ein bisschen besser und was hast du überhaupt mit dem und dem Zeugs gemeint? Also, bis zum nächsten Teil, sehr viel Spaß, amüsiert euch schön und genießt euer Leben. Adios.